Ich hatte ja vor kurzem auf den ersten Teil der Reportage des Y-Kollektivs zur Rente reagiert. Und was soll ich sagen? Es war wirklich die schlechteste öffentlich-rechtliche Reportage zur Rente, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe wirklich so viel von den Öffentlich-Rechtlichen, sowohl von Funk als auch von den alten Öffentlich-Rechtlichen dazu gesehen. Und es war wirklich das Schlimmste, was man mir bisher gezeigt hat. Jetzt hat das Y-Kollektiv eine Chance, das wieder gut zu machen. Oder, na, eigentlich bin ich da weniger optimistisch, da es schon keine vernünftige Analyse des Rentensystems gebracht hat im ersten Teil, sondern nur irgendwelche subjektiven Erfahrungsberichte von dem Reporter und gleichzeitig irgendwelche neoliberalen Wirtschaftsleute da gefragt hat, beispielsweise einen Wirtschaftsweisen, der von der Arbeitgeberseite vorgeschlagen hat und der im Auftrag der FDP eine Studie gemacht hat, mit der die FDP dann Werbung für die Aktienrente machen wollte. Naja, aber schauen wir uns mal an, was für Lösungsvorschläge das Y-Kollektiv für unser Rentenproblem zu bieten hat. Der zweite Teil ist hier nur in der ARD-Mediathek verfügbar, aber das soll uns natürlich nicht aufhalten. Die Rente wird für uns Jüngere kaum ausreichen. Müssen wir deshalb länger arbeiten? Wir begleiten Michelle im Pflegealltag. Körperlich arbeiten bis 70 ist unmenschlich. Die Lasten verteilen, generationengerecht auf junge und alte Schultern, das fordern Paul und Elisa im Bundestag. Es geht auch um Gerechtigkeit, es geht um Sicherheit, es geht um Würde im Alter. Also Rentensenkung oder was? Also das. Warte, 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 warte. Ist das nicht die im ersten Teil? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ist das nicht die im ersten Teil der Sendung? Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Warte, ich muss da ein längeres Video zu machen. Das ist ja unfassbar. Ist das nicht die im ersten Teil rumgeheult hat, dass das Rentenniveau nur so, obwohl, nee, das war eine andere. Das war eine andere. Das war sie hier. Das war sie hier. Okay, da habe ich sie gerade verwechselt. Aber wollte ich gerade sagen, die erzählen uns im ersten Teil so einen richtig emotionalen Bericht. Schaut mal, das Rentenniveau ist zu gering. Und jetzt zeigen sie hier eine Aktivistin und rezipieren die positiv, die Rentenkürzung, de facto Rentenkürzung fordert. Lastengerecht verteilen, also weniger Rentenbeiträge für die Jungen heißt Rentenkürzung für die Alten. Was ist die Forderung? Ehrlich, man ist eine halbe Minute drin und. Also wirklich, wie kann man nur? Das ist unglaublich. Und wir werden uns auch gleich noch die Kommentare unter dem ersten Teil dieses Beitrags anschauen. Die meisten Leute fallen auf diese Propaganda hier wirklich rein. Es ist so unfassbar traurig. Alter. Und es geht ums Ganze. Denn Börsenprofis wie Manuel haben sich längst aus dem Rentensystem verabschiedet. Er ist selbstständig. Also, wer die Reaktion auf den ersten Teil nicht gesehen hat, der Typ hier ist selbstständig. Dann muss man keine Rentenbeiträge zahlen. Dann verabschiedest du dich ohnehin daraus. Das liegt jetzt nicht daran, dass das Rentensystem so schlecht wäre. Ehrlich. Zumal sie es zuerst sogar so dargestellt haben, er würde gar nicht arbeiten und er sei schon in Rente. Und dann erfahren wir zum Schluss der Reportage, ach nee, er arbeitet ja doch noch. Er programmiert noch Websites und macht irgendeinen IT-Kram da. Also sogar seine Vorstellungen haben sie nicht journalistisch nicht richtig aufbereitet bekommen. Na gut, aber so ist es halt für mich ein Minusgeschäft. Wie können wir die Rente für Jung und Alt gerechter machen und sie in die Zukunft retten? Alter, ich verweise noch mal, also in die Zukunft retten. Was ist das schon wieder für ein Bescheuer? Also ich zeige jetzt eure eigene Reportage. Ich zeige hier jetzt nicht irgendein. Hier sieht man die gerade. Nein, hier sieht man sie nicht. Ich zeige das jetzt aus eurer eigenen Reportage. Wartet. Hier sieht man, was man für ein stabiles Rentenniveau, also ich blende es mal groß ein, für ein stabiles Rentenniveau von 48% müsste der Rentenbeitrag bis 2080. 2080. Also da bin ich 79 Jahre alt. Da bin ich da längst in Rente. So 2080 müsste der Rentenbeitrag auf 26% steigen. So 26%, das ist jetzt mehr als heute. Heute liegt er bei, was hatten wir hier, ungefähr 20%. Aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Die Rente ist sicher. Also selbst laut den Berechnungen, die ihr selbst gezeigt habt, ist die Rente sicher.
Dieses Framing, wie sichern wir die Rente, das ist Schwachsinn. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Es hat nicht mehr was mit der Realität zu tun, mit dem Ausschnitt der Realität, den ihr bei einem neoliberalen Wirtschaftsprofessor abgeholt habt, der in einem Wirtschaftsweisen abgeholt habt, den ihr jetzt so befragt habt. Die Rente an der Börse aufbessern, ich bin da skeptisch. Aber wenn man sich die langfristige Entwicklung der Märkte anguckt... Ich raste gleich aus. Also, es gibt ein Gesamtwirtschaftswachstum. Es gibt gesamtwirtschaftlich keine Rendite. Es gibt gesamtwirtschaftlich nur Wachstum. Du hast eine Produktion und die wächst jedes Jahr. Und diese Produktion kannst du verteilen. Du kannst einen Teil an die arbeiten geben, einen Teil an die, die Transferleistungen kriegen, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Sozialleistungen, Sozialversicherung, andere Sozialleistungen, zählt da alles zu. Zählt da alles zu. Und du kannst einen Teil an die Kapitalisten, an die Arbeitgeber, an die Unternehmer geben. Und in den letzten Jahrzehnten ist ein übergroßer Teil der Wirtschaftsleistung, gerade in Deutschland, wo die Steuern für die Reichen extrem stark gesenkt wurden und die Regierung auf Lohndumping gesetzt hat, gerade hier ist enorm viel Geld zu den Superreichen geflossen, was die dann beispielsweise an Börsen angelegt haben. Das ist in allen westlichen Industrieländern seit Beginn des Neoliberalismus passiert. Deswegen sehen wir diese gigantischen Börsenprofite. Das ist der Grund. Dieser Grund ist nicht, dass Kapitalmärkte nach irgendeinem Naturgesetz langfristig immer steigen würden. Der Grund, dass die Börsenprofite so viel größer waren als das Wachstum der Realwirtschaft, ist die neoliberale Wirtschaftspolitik. Aber diese Wirtschaftspolitik, die kann man nicht mehr Ewigkeiten weitermachen. Ich meine, wollen wir jetzt nochmal 40 Jahre die Steuern für die Reichen noch weiter senken? So Milliardäre, die zahlen, wenn sie ihr Vermögen in Vermögensverwaltungsgesellschaften legen, 1,5%. 1,5%. Normale Arbeiter hat eine Steuer- und Abgabenlast von knapp 50%. Also viel weiter könnten wir die Steuern für die Superreichen irgendwann nicht mehr senken. Wann sind auch diese langfristigen Börsengewinne wieder passé? Da ging es trotz aller Crashs immer nur in eine Richtung, nach oben. Ja, so gesehen können Aktien eine ganz gute Altersvorsorge sein als Absicherung. Aber da muss man natürlich aufs richtige Pferd setzen. Und ich muss sagen, bei meinen Fonds, die eher so ein bisschen nachhaltig, ökologisch ausgerichtet sind, da bin ich momentan eher froh, wenn sie nicht im Minus sind. Eine überteuerte Wohnung zu kaufen, kann sich kaum jemand leisten. Kommentiere das jetzt nicht. Private Vorsorge ist echt schwierig. Das gesetzliche Umlagesystem... Der hat sich da von irgendeinem Vermögensberater einen teuren Fonds aufquatschen lassen oder irgendeinen Fonds aufquatschen lassen, der gerade total im Hype in der Bubble war und hat dann, als die Kurse total hoch standen, da rein investiert und jetzt, oh, der Fonds ist im Minus. Ich habe da rein investiert, als alle anderen da rein investiert haben. Also... So dass ich diesen subjektiven Unsinn hier ablehne, brauche ich, glaube ich, nicht nochmal zu sagen. Aber also, ist der wirklich so blöd oder tut er nur so? Ernst gemeinte Frage. Allein kann unser Rentendesaster aber nicht mehr auffangen, meint der Wirtschaftsweise Martin Werding. Auch er sagt, ohne Börse wird es kaum gehen. Können Sie verstehen, dass es dann Bedenken gibt, dass man sagt, wann kommt der nächste Finanzcrash, so wie 2008? Und dann ist das Geld weg, was eben vielen Leuten als Absicherung für die Rente galt? Wenn Sie die Anlagen breit genug streuen, dann haben Sie keine einzelnen Unternehmensrisiken mehr, keine Branchenrisiken mehr, keine Länderrisiken mehr. Was Sie haben, ist so das Bullshit. Das stimmt nicht. Wenn man die Aktien global streut, so hoch wie der Anteil der globalen Wirtschaftsleistung ist, dann liegt ungefähr ein Sechstel oder ein Fünftel der, also ihr könnt ja anschauen, wie hoch der chinesische Anteil im globalen BIP ist, liegt ungefähr so ein Sechstel, so ein Fünftel der Aktien dann in China. Also 20% deiner Rente basiert dann darauf, dass sich die chinesische Wirtschaft gut entwickelt. Wenn du das wirklich global streust, entsprechend dem Anteil der Länder an der globalen Wirtschaftsleistung. Wenn die EU jetzt die glorreiche Idee haben sollte, einen Wirtschaftskrieg gegen China zu beginnen, ich meine, ist ja bei Russland schon passiert, warum sollte es bei China nicht passieren? Dann ist dieses Geld weg. Dann sind 20% der Rente weg. Und da ist es egal, wie sich die chinesische Wirtschaft entwickelt. Egal, es spielt keine Rolle. Dann ist das Vermögen eingefroren und wir haben keinen Zugriff mehr drauf. Es ist schon mal passiert nach dem Ersten Weltkrieg, als die Siegermächte das gesamte deutsche Auslandsvermögen konfisziert haben. Deswegen ist die Rente in Deutschland umlagefinanziert. Die war damals nämlich kapitalfinanziert und es hat zu einem kompletten Kollaps des Rentensystems geführt. Genau das will man nicht nochmal haben. Deswegen ist die Rente umlagefinanziert. Deswegen hat die Adenauer-Regierung sich das so ausgedacht. Große Auf und Ab der internationalen Finanzmärkte, wo, wenn
im Jahr 10 ihres Anlagesparens die Märkte einbrechen, das eigentlich für sie eine gute Nachricht ist, weil sie dann mehrere Jahre lang Aktien billig kaufen und am anschließenden... Nochmal, also das ist die Frage, die einem solche Aktienmarkt-Fetischisten hier nie erklären. Was ist, wenn wir einen Wirtschaftskrieg gegen China beginnen und dann 20% unserer gesetzlichen Rente weg sind? Von einem Tag auf den anderen weg. Wie gesagt, egal wie sich die Wirtschaft entwickelt, egal wie es dann weitergeht, wenn das Vermögen einmal konfisziert wurde, dann ist es konfisziert. Dann ist das Geld weg. Was machen wir dann? Dann könnt ihr mit euren Charts oder mit sonst irgendwas auch nicht mehr argumentieren, denn dann haben wir erstmal 20% Verlust, die sich auch nicht durch Kursgewinne wieder reinholen lassen, da das Geld dann, wie gesagt, weg ist. Für immer weg. Wiederaufschwung, der sehr regelmäßig kommt, teilnehmen und ihre Papiere, die sie billig gekauft haben, werden entsprechend schneller mehr wert. Schwierig wird es eigentlich nur so 10 Jahre vor Renten. Kein vernünftiger Anleger investiert in chinesische Aktien, schreibt gerade einer. Gut, dann darfst du nicht in die Emerging Markets investieren, dann droht da ein Wirtschaftskrieg. Ja, dann machst du dich extrem abhängig von den USA. Dann bist du abhängig vom US-amerikanischen Finanzmarkt, wo die Bewertungen vieler Aktien extrem hoch sind. Wo extrem fraglich ist, ob der in den nächsten Jahrzehnten überhaupt noch positive Renditen erwirtschaften kann. Also, egal wie man es dreht und wendet, es ist keine gute Idee, unsere Rente in die Hände anderer Länder zu geben, de facto. Also, gerade in einer Weltlage, die immer turbulenter wird. Also, wir machen uns da abhängig von anderen Ländern. Wie gesagt, wenn du was komplett neutral entspricht dem Anteil der globalen Wirtschaftsleistung treuen, dann werden wir sehr, sehr abhängig von China und von vielen Schwellenländern, zu denen wir gerade keine sonderlich gute Beziehung haben. Und wenn wir es entsprechend dem Anteil der Marktkapitalisierung streuen, dann landet mehr als die Hälfte des Geldes in den USA. Dann sind wir noch abhängiger in den USA, als wir es ohnehin schon sind. Das ist auch aus geopolitischer Sicht das Falscheste, was man machen kann, unser Geld da an die Börse zu bringen. Tritt. Aus der USA-Abhängigkeit kommen wir sowieso nicht raus, schreibt gerade einer im Chat. Ja, da können wir ja auch noch unsere ganze Rente in den USA anlegen. Also wenn schon, denn schon. Das ergibt natürlich Sinn. Da sollte man dann rausgehen aus den Aktien. Das nennt sich Lebenszyklus. Können wir nicht einfach auf unsere wirtschaftliche Entwicklung setzen? Fragt Brot dann. Ja. Es gibt da so ein tolles Konzept, das nennt sich umlagefinanzierte gesetzliche Rente. Haben wir in Deutschland seit 1957. Funktioniert wunderbar. Wurde nur leider von der rot-rot-grünen Regierung, nicht rot-rot-grün, sondern wurde von der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder kaputtgespart, weil man halt irgendwelche privaten Vorsorgemodelle, die nur Versicherungskonzerne nutzen, promoten wollte. Also dieses Konzept auf unsere Entwicklung zu setzen durch eine gesetzliche Rente, die halt an die Lohnentwicklung gekoppelt ist, das gibt es, das funktioniert wunderbar, aber das wird, auf dieses Konzept wird durch solche neoliberalen Propagandareportagen hier massiv eingeschossen. Plusmodell international völlig gängig, aber in Deutschland ist auch Finanzbildung eher gering im internationalen Vergleich und das Misstrauen gegenüber Kapitalmärkten schon sehr hoch. Da fragt man sich manchmal, woher das eigentlich kommt. Woher kommt das? Wie gesagt, deutsche Rente war an Kapitalmärkten angelegt. Alliierte haben das gesamte deutsche Auslandsvermögen konfisziert. Deswegen gibt es da historisch in Deutschland eine Abneigung gegen, die auch vollkommen verständlich und vollkommen rational ist. So, wie gesagt, es geht jetzt nicht um individuelle Anlageentscheidungen. Mit seinem eigenen Geld kann jeder machen, was er will. Also, wenn ihr euer Geld zur Börse tragen wollt, tragt es zur Börse, wenn nicht, nicht. Also, das will ich jetzt keinem vorschreiben. Es geht darum, was wir mit unserer gesetzlichen Rente, über die politisch entschieden wird, machen. Das ist hier die Frage. Soll die an die Börsen getragen werden? Nicht so irgendwer mit seinem Privatvermögen was machen. Damit kann jeder machen, was er will. Tatsächlich wird Deutschland wegen der Rentenlücke erstmals am Kapitalmarkt investieren. 200 Milliarden Euro nennt sie. Ja, woher kriegen wir dieses Geld? Das sind zusätzliche Staatsschulden. Also wir nehmen Staatsschulden auf, zahlen dafür 4% Zinsen an die Banken und kaufen damit Aktien in der Hoffnung, dass es mehr als 4% Zinsen langfristig abwirft. Das ist reinste Zockerei. Also es ist Deutschland kann jetzt nicht pleite gehen, deswegen ist das jetzt nicht so das große Problem. Aber wer profitiert davon? Der deutsche Rentenzahler profitiert davon vielleicht, wenn diese Spekulation aufgeht, wenn die Aktien langfristig wirklich mehr als 4% Rendite erwirtschaften. Wenn sie weniger als 4% Rendite erwirtschaften, zahlt der Rentenbeitragszahler drauf. Wer profitiert aber auf jeden Fall davon? Auf jeden Fall davon profitieren tun die Banken, die die deutschen Staatsanleihen kaufen. Die Banken, die in der Bietergruppe Bundesemissionen sind. Also JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, also ihr kennt die Namen. Goldman Sachs. Verdienen sich gerade eine goldene Nase durch diese Aktienrente. Die werden reich und profitieren davon richtig.
Und natürlich profitieren auch noch alle Superreichen, die sowieso schon Aktien haben. Denn wenn der deutsche Staat dann mit 200 Milliarden einsteigt, dann treibt er die Vermögenspreise, die sowieso schon relativ hoch sind, nochmal weiter in die Höhe. Also davon profitieren Superreiche und vor allem Großbanken, die diese fetten Zinsgewinne machen. Also könnte man jetzt sagen, klar, das ist eine Idee von der FDP. Wer außer Großbanken soll von FDP-Politik sonst profitieren? Aber ob es zur Resicherung der Rente beiträgt, ist hochgradig unsicher. Also das ist jetzt mein Punkt. Ich sage nicht, dass auf keinen Fall funktionieren wird. Ich sage nur, es gibt jemanden, der davon, unabhängig davon, ob das Ganze ein Erfolg wird oder nicht, auf jeden Fall profitiert. Und das sind große Bankhäuser. Sich Generationenkapital ist laut Martin Werding aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Stattdessen. Ah, stimmt. Die Deutschen, also die großen Banken, die haben in den letzten Jahrzehnten ja so wenig Profite gemacht. Also das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn die Bankaktien wieder zu den Höhenflügen ansetzen sollen, die sie vor der letzten Finanzkrise hatten, also dann müssen wir schon Billionensummen an die Finanzmärkte pumpen. Dann reichen 200 Milliarden natürlich noch lange nicht aus. Dann setzt er auf eine neue Säule für das System, eine Aktienrente. Für die FDP hat er kürzlich ein Modell berechnet. Vorbild könnte der schwedische Staatsfonds sein. Geringe Gebühren, verwaltet vom Staat und fast alle sind mit dabei. Die Hemmschwelle ist ja, glaube ich, sehr groß, wenn man sich jetzt mit Aktien und so weiter noch nie beschäftigt hat. Wie kriegt man dann die Leute? Das ganze Modell ist vollkommener Bullshit. Also ich glaube, ich habe mir das, oder obwohl ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ob ich mir exakt die Studie angesehen habe, werde ich vielleicht nochmal raussuchen. Aber das Modell, wir investieren 2% unseres Einkommens zukünftig in Aktien. Das ist das Modell der FDP. Wie gesagt, seine Studie müsste ich jetzt noch raussuchen, was er dazu berechnet hat. Dann könnte ich was dazu sagen, werde ich vielleicht auch noch machen. Aber wir investieren 2% unseres Einkommens in Aktien, anstatt es in die gesetzliche Rente zu geben. Wozu führt das? Es führt dazu, dass die Rentner ein noch geringeres Rentenniveau haben. Also die 2% werden ja erstmal in der Börse angelegt und dann erst in vielen, vielen Jahrzehnten ausgezahlt. Das heißt, die heutigen Rentner werden noch schlechter gestellt. Das heißt, wir haben für mindestens 40 Jahre jetzt erstmal mehr Altersarmut. Erster Punkt. Zweiter Punkt, diese 2%, diese 2%, wenn man jetzt nicht das Rentenniveau kürzen würde, sondern die Rentenbeiträge erhöhen würde, die fehlen an Konsum. Das heißt, der Wirtschaft wird das auf jeden Fall schaden. Die Wirtschaft wird schrumpfen. Also die privaten Haushalte in Deutschland sind eh schon Nettosparer. Die Unternehmen sind auch Nettosparer. Ob das Ausland dauerhaft so hoch Netto-Schuldner bleiben wird, das ist zumindest mal ungewiss. Also die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen. Der Staat soll laut der FDP ja sowieso sparen. Der Staat soll am besten sich an die Schuldenbremse halten. Erleben wir ja gerade in der Rezession. Und die privaten Haushalte, die sollen ja noch mal mehr sparen. Also wir befinden uns jetzt schon in der Rezession. Die Wirtschaftslage sieht jetzt schon nicht gut aus. Und jetzt sollen die privaten Haushalte ihren Konsum noch mal reduzieren, laut der FDP. Das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn 2% vom Einkommen gespart werden, sind das 2%, die nicht investiert werden können. Vollkommen logisch, oder? Gut. Also diese 2% werden mehr gespart, 2% weniger Konsum bedeutet Wirtschaftsschrumpfung. Also entweder schrumpft die Wirtschaft schon, wenn jetzt noch mehr gespart wird, schrumpft die Wirtschaft stärker. Also das ist ein Konzept, was in den wirtschaftlichen Niedergang führt. Die vage Hoffnung, in 40 Jahren dann an den Kapitalmärkten, wie gesagt, sollte das keiner einfrieren, sollte es keinen Wirtschaftskriegen kommen, sollte sich die Wirtschaft gerade in den USA und China, von denen wir dann extrem abhängig werden, gut entwickeln und so weiter und so fort, sollte das alles funktionieren, dann hätten wir in 40 Jahren vielleicht ein leicht höheres Rentenniveau. Das ist die Hoffnung. Das ist vollkommener Wahnsinn. Also, sorry, das kann man keinem Menschen vernünftig erklären. Wer profitiert davon? Superreiche, die, wie gesagt, ihr Geld in Vermögenswerten angelegt haben? Große Banken, die durch den Kauf zusätzlicher Staatsanleihen profitieren, die profitieren davon. Aber der normale Bürger hat davon nichts. Das ist wirklich ein gewolltes Niedergangsprogramm für unser Land. Das ist eine gewollte wirtschaftliche Selbstzerstörung, die die FDP hier vorschlägt. Das ist blanker Irrsinn. Und für das macht das Y-Kollektiv hier jetzt Propaganda. Auch rein in diesen Staatsfonds, ohne dass sie viel Risiko eingehen müssen. Das Entscheidende ist wirklich, das in die Fläche zu bringen. So eine automatische Beteiligung, außer man widerspricht. Das ist kein strikter Zwang, aber sie haben dann im Grunde alle mit dabei, die sich nicht so ganz sicher sind. Und da muss man denen ein Standardprodukt geben. Und die Schweden sind deswegen ein spannendes Beispiel, weil sie eben so ein Modell eingeführt haben, das sehr aktienbasiert ist. Bezogen auf den gesamten Zeitraum seit 1999, glaube ich, haben die Schweden mittlerweile
jahresdurchschnittliche Renditen, die nahe bei 10% liegen. Ja, weil die Vermögenspreise so explodiert sind. Ich hatte es gerade erklärt. Das kannst du nicht Ewigkeiten fortschreiben. Und das ist gigantisch. Ja, aber du bist doch ein Ökonom. Du kannst doch wohl Zeitreihen machen, die länger als 20 Jahre zurückreichen. Du kannst doch mal eine Zeitreihe machen, die bis zum Jahr 1900 zurückreicht. Und dann berechnest du bitte auch ein, dass die Alliierten unser Auslandsvermögen nach dem Ersten Weltkrieg beschlagnahmt haben. Und dann wirst du über sehr, sehr lange Zeiträume negative Realrenditen haben. Kritiker meinen, das Risiko eines Staatsfonds sei immer noch zu hoch. Nicht weniger heikel. Nein, es geht nicht um das Risiko, es geht darum, dass das Konzept an sich also auf theoretischer Ebene schon Bullshit ist. Es geht darum, dass das erstmal unsere Wirtschaft schädigt durch die höhere Sparquote. Dass zweitens also vollkommen unklar ist, ob das überhaupt positive Eine andere Forderung der Wirtschaftsweisen, die das System sehr entlasten würde: das Renteneintrittsalter anheben. Ja, de facto Rentenkürzung. Jeder Vierte stirbt, bevor er 70 wird. Also das, viele Menschen hätten da gar keine Rente mehr. Das ist natürlich auch mal Eintrittsalter erhöhen heißt de facto Rentenkürzung. Schrittweise auf 69 Jahre für alle, die fit sind und noch arbeiten können. Stand jetzt hätte ich gesagt, kein Problem. Aber ob es dabei bleibt... Der Stand jetzt hätte ich gesagt, kein Problem. Frag doch mal die Leute, die so alt sind. Frag doch da mal die noch nicht tot sind. Also die tot sind, kannst du nicht mehr fragen. Die können dann das eine Jahr Rente, was sie dann theoretisch gehabt hätten, gar nicht mehr haben. Also frag die in dem Alter sind. Macht da mal eine Umfrage. Fühlt ihr euch noch körperlich fit in eurem alten Job weiterzuarbeiten? Ich nehme mal an, du wirst da keine guten Werte erhalten oder macht doch mal eine Umfrage in der gesamten Bevölkerung. Seid ihr für die Einführung des Renteneintrittsalters von 70 Jahren? Die meisten werden sagen, nein. Also wenn es über sowas Volksabstimmung gäbe, dann wäre die Frage geklärt. Also die meisten Menschen lassen sich von solch einer manipulativen Art und Weise der Berichterstattung, so wie ihr sie hier betreibt, nicht kirre machen. Die vertreten halt trotzdem ihre Interessen und die meisten Leute wollen halt nicht länger arbeiten. Guten Tag. Oh. Ich bin 80 jetzt. Mit dem Anzug bin ich wie 80. Das macht den Alltag, glaube ich, relativ anstrengend. Ich höre leider auch nicht so gut. Wie es im Alter ist, nicht mehr rund zu laufen, schwer vorstellbar. Und doch kommt es auf uns alle zu. Ich mache die platt. 15 Leute saßen an dieser Reportage. Ihr müsst euch hier immer im Hinterkopf behalten. Dafür mussten wir alle bezahlen. Dafür werden die 18 Euro noch was, die wir gerade jeden Monat abdrücken würden, verwendet. Das Schlimmste ist echt dieses, dass man so automatisch stöhnt. Ich würde sagen, bist du bei 50% oder so, 50-60%? Also das an den Händen ist eigentlich so die größte Last. So. Da hängt halt irgendwie so gefühlt ein Kilo Gewicht dran. Mit fairen Mitteln habe ich hier keine Chance. Ja! Ansonsten sehe ich einfach nur alt aus. Was will er uns hier mit zahlen? Also, ich hinterfrag's nicht mehr. Ich gebe mich geschlagen. Mein Gott. Wir sehen uns wieder, wenn wir beide 80 sind. Körperlich geht's bergab und die wahren Herausforderungen lauern im Alltag. Hoppla. Was essen die Leute dann, wenn sie in Rente sind? Dann wahrscheinlich so Amarena-Kirsche oder sowas, ne? Ich nehme hier das. Ingwer-Limone. Das ist mir zu verrückt. Ich habe eben Himbeer-Joghurt probiert, der war ein bisschen fad. Himbeer-Joghurt ist fad. Und zwar nehme ich Himbeer-Joghurt, bitte. Ja. Gedächtnisverlust setzt offenbar auf. Alter, ich war ja immer ein Befürworter einer Reform der Öffentlich-Rechtlichen, aber schaut euch das an, das kann man nicht reformieren. Das geht nicht. Schon ein. Kommt noch. So. Jetzt würde ich mich gerne mal hinsetzen. Das war sehr anstrengend alles. Himbeerjoghurt schmeckt ein bisschen fad. Warum sagt mir das keiner? Also ich glaube, ich kann froh sein, dass diese Brille noch einigermaßen gnädig ist. Das heißt, ich konnte immerhin die Münzen erkennen. Aber immer noch mit diesen kleinen zittrigen Händen dann die Münzen zusammenzusuchen, das war schon nicht so easy.
Also richtig Appetit auf das Rentnerlife macht das jetzt. Können die das bitte von ihrem privaten Geld bezahlen müssen, wenn die solche Reportagen machen würden? Das kann doch... Insgesamt noch nicht so, muss ich sagen. Ich gehe davon aus, dass meine Generation ungefähr bis 70 arbeiten muss und dass ich auch nach Renteneintritt selbstständig weitermachen kann und wegen der Kohle auch muss. Kann funktionieren, aber dafür muss man gesund bleiben. Und für Leute, die jahrzehntelang körperlich arbeiten... Oder überhaupt weiterleben. Wie gesagt, es gibt genug Leute, die werden nicht alt genug. Ist das, wo es übrigens auch eine krasse soziale Schieflage gibt, die man auch mathematisieren könnte. Also Beamte, Leute mit höherem Einkommen, die werden wesentlich älter als Leute mit niedrigem Einkommen oder also Leute, die schwer körperlich gearbeitet haben. Alles andere als selbstverständlich. Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Die letzte Reise im Rentenalter führt oft hierher, ins Pflegeheim. Das Team vom Roten Kreuz im Haus Rosalie ist schon seit 6 Uhr hier. Ich begleite Michelle bei der morgendlichen Wäsche. So, morgen! Wir sind bei Heiko, der eigentlich anders heißt und lieber unerkannt bleiben möchte. Als erstes Katheter leeren, später auch die Windel wechseln. Das tägliche Programm für Michelle und ihre Kollegin Anne. Michelle ist 24 und macht den Job seit 4 Jahren. Ich habe mal ein Praktikum in der Pflege gemacht und habe tatsächlich gesehen, wie manch einer mit den Bewohnern umgeht. Und das fand ich nicht so schön. Und da habe ich mir gedacht, da muss vielleicht mal was Neues her, was Junges. Mit 72 ist Heiko auch noch nicht so alt. Was ist los? Ich muss doch ein bisschen. Aber das Bett kann er nicht mehr verlassen und ist komplett auf die Pflegerinnen angewiesen. Ja, manche haben ja auch keine Familie mehr, keine Angehörigen, weil sie vielleicht früher keine Kinder hatten. Oder Kinder wollten, wie auch immer. Und da haben die halt nur noch uns, ja. Das heißt, man braucht ein großes Herz für den Job. Ja. Und starke Nerven. Starke Nerven, Empathie, Einfühlungsvermögen. Ja. Es ist nicht immer einfach. Nee. Und körperlich? Nein. Wir sind jetzt schon sehr zierlich, wir beide. Der gute Mann hat ein gutes Gewicht. Ja, wenn man Pech hat, macht man ihn auch mal alleine. Wo merkt man das am meisten? Im Rücken. Also ich. Ja, Rücken, Knie. Ja. Das, was halt so anfällig ist. Schultern. Körperlich harte Arbeit, die hat auch Heiko geleistet im Transportunternehmen. In Rente machten ihn Krankheiten zum Pflegefall. Ich wollte doch meine Rente genießen. Kannst du doch mit uns. Sag jetzt nichts Falsches. Der Job ist extrem hart. Auch deshalb wurde hier eine 4-Tage-Woche eingeführt. Für Michelle und ihre Kolleginnen heißt das etwas längere Schichten, 4x9 Stunden, dafür einen Tag mehr frei. Also wir haben tatsächlich mehr Zeit für Familie, besseren Lohn, mehr Urlaub. Es ist schon besser als vorher auf jeden Fall. Man ist ausgeruhter, ja. Man schläft wieder besser, ein bisschen. Stand jetzt muss Michelle noch 41 Jahre durcharbeiten, um mit 65 in Rente zu gehen. Doch Pflegekräfte gehen überdurchschnittlich oft in Frührente, weil sie kaputt sind. Ja. Bessere Work-Life-Beruf. Oder verlassen den Beruf. Das passiert ja auch sehr häufig. Also das finde ich jetzt mal, also da finde ich diesen subjektiven Ansatz, dass sie aus dem Pflegeheim mal berichten, gar nicht so schlecht. Also ich hatte das die Zahl ja mal in einer Wirtschaftstalk-Sendung gebracht. Man hätte in Deutschland 300.000 bis 600.000 mehr Vollzeitäquivalente, also umgerechnet Vollzeitstellen an Pflegekräften, wenn der Lohn höher wäre und die Arbeitsbedingungen besser. Also so viele Pflegekräfte arbeiten in Teilzeit und würden auf Vollzeit umsatteln oder haben diesen Job aufgegeben und würden wieder dahin zurückkehren, wenn sich, wie gesagt, Arbeitsbedingungen und Lohn ändern würden. Hoffentlich gesund bleiben. Hilft die 4-Tage-Woche vielleicht, dass auch Pflegekräfte länger arbeiten können? Hier ist die Antwort eindeutig, vor allem für Bereichsleiterin Steffi.
Also ich weiß, dass ich bis 67 nicht in der Pflege sein kann. Ich kann ehrlich gesagt jetzt schon nicht mehr, weil ich habe schon eine Hüft-OP. Ich habe so viele Baustellen, wo ich jetzt eigentlich auch immer schon überlege, wie lange bleibst du da noch hier? Also ich könnte eigentlich nicht mehr. Man kann das noch nicht sagen, bleibt man bis zur Rente in dem Beruf, weil du nie weißt gesundheitlich, was kommt da noch. Gell? Das kann ja von jetzt auf gleich soweit sein. Also rechnet ihr mit einer guten Rente für euch? Nee, wir kriegen keine mehr. Nee, genau, das sage ich auch mal. Wir kennen das Wort Rente noch, aber ob wir welche mal kriegen? Ja, wenn dann. Wenn irgendein Politiker nicht auf die Idee kommt, das Rentensystem zu zerschlagen, wirst du Rente kriegen. Und ist eigentlich traurig. Eigentlich müssten die Löhne im Pflegesektor doch so hoch sein. Also wie gesagt, Rente ist ja ans Lohnniveau gekoppelt, dass du dir darüber, dass du eine Armutsrente hast, in dem Beruf eigentlich keine Sorgen machen solltest. Also dann müssen die Löhne im Pflegesektor deutlich steigen, was übrigens auch der Staat machen könnte. Nicht nur durch eine Allgemeinverbindlichkeit von einem Tarifvertrag, sondern durch eine Erhöhung des Pflegemindestlohns. Das ginge. Ich kenne viele Pflegekräfte, und denen sagt niemand, dass der Lohn ein Problem ist. Es ist die allgemeine gesellschaftliche Geringschätzung, nicht finanziell, sondern sozial, und der desaströse Personalschlüssel. Ist gar nicht, also wer schätzt den Pflegekräfte gering? Also überall, wo ich mich umhöre, denke ich, jeder den höchsten Respekt davor, dass die das machen. Meisten sagen dann auch, ich würde so einen Job sicherlich nicht machen. Ich meine, geht mir ja genauso. Würde ich auch nicht machen. Aber hab vor denen auch höchsten Respekt. Also du hast es doch gerade von den dreien hier gehört. Die rechnen alle mit keiner guten Rente. Warum rechnen sie mit keiner guten Rente? Also offensichtlich liegt es an den Löhnen. Also wenn die Löhne hoch genug wären, dann könnten sie auch mit einer guten Rente rechnen. Die Renten sind in Deutschland an die Löhne gekoppelt. Wahrscheinlich nicht viel. Kein Vertrauen in die Rente. Aber zu Recht. Höchste Zeit für ein Gespräch. So, hier bei der Deutschen Rentenversicherung haben wir jetzt einen Termin vereinbart für dich. Ja. Was erwartest du? Was kommt auf dich zu? Ich habe noch gar keine Vorstellung. Okay. Ich lasse mich überraschen. So, hier sind wir, glaube ich. Genau. Hallo. Hallo. Nimmst du bitte Platz? Rentenberaterin Jana Halitai hat schon mal Michels Rentenkonto gecheckt. Und gibt's wirklich keine Rente für Michelle? Es sind schon durch die Beschäftigung Einzahlungen erfolgt. Alter, gibt's wirklich keine Rente für Michelle? Aber auch die Kindererziehungszeiten, die ja immerhin 3 Jahre Durchschnittsverdienst in die Rentenversicherung sichert. Und damit ist schon ein kleiner Anspruch entstanden. Michelle hat eine 7-jährige Tochter und die Erziehungszeit wird ihr angerechnet. Sprich, auch deshalb steht ihr schon Rente zu. Das ist der Betrag, der bis jetzt rentenrechtlich für sie entstanden ist. Ist ja schon mal besser, als wenn er null stehen würde. Die Zahl will Michelle für sich behalten. Die 4-Tage-Woche schadet ihr jedenfalls nicht. Denn sie arbeitet Vollzeit in 4 Tagen. Anders sieht es aus, wenn man auf 80% reduziert. Da fehlt dann auch was in der Rente. Da spielt der Verdienst, den ich habe, der versicherungspflichtige Verdienst, eine ganz, ganz große Rolle. Ja, genau das, was ich eben erzählt habe. Also wenn dein Lohn hoch genug ist, musst du dir auch keine Sorgen um die Rente machen. Also ist ja überall so. Deswegen sollte man auch das Lohnniveau entsprechend anheben. Deswegen sollte man eine gewisse Untergrenze einführen. Nicht damit die Löhne an sich reichen, sondern auch damit die Leute später keine Armutsrente haben. Das ist ja auch ein wichtiger Teil, warum viele Leute eine Mindestlohnerhöhung fordern. Deswegen bräuchte es ja gerade einen Mindestlohn von etwa 15, 16 Euro, damit sowas ausgeschlossen ist. Ja. Und je weniger ich einzahle, umso geringer fällt natürlich auch die Rente aus. Kleiner Servicehinweis, auch ihr solltet mal eine Kontenklärung machen. Denn auch Schule, Studium und Praktika können angerechnet werden. Lohnt sich, aber nur, wenn man das alles nachweisen kann. Und je zeitnah, umso besser ist es, weil die meisten wissen nicht mehr, was vor 20 Jahren, wo die Lücke herkommt. Was habe ich denn da gemacht? Wo war ich denn da überhaupt? Ist zwar sehr bürokratisch, aber stabil und seriös. Zumindest ein Fundament für die Altersvorsorge. Findet übrigens auch Michelle, obwohl sie vorher skeptisch war. Ich mache euch einen Termin und lasst euch beraten. Also ernsthaft? Ja. Ja? Wirklich, ja. Die Rentenpolitik wird hier gemacht. Doch auch die jetzige Bundesregierung scheint dabei den Fokus vor allem auf die größte Wählergruppe zu legen,
die Senioren. Um das Ruder noch. Ihr habt uns vorhin gezeigt, also in der ersten Teil der Reportage, dass es Rentner mit so einer Armutsrente gibt, dass das ein immer größer werdendes Problem ist. Da total emotional uns eingeblendet, ohne zu erklären, woher das kommt. Und jetzt suggeriert ihr schon wieder, dass vor allem Politik für Renten gemacht werden will. Es kann doch nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Rumzureißen. Also gerade der Pflegeheimpart, der ging vor, aber kaum erzählt dieser Reporter selber was und lässt keine anderen Leute reden, bin ich schon wieder. Das kann man sich nicht ausdenken. Mischt sich die Jugend-Enquete-Kommission in die Rentenpolitik ein. Ich begleite nochmal Paul und Elisa aus Heidelberg. Sie wollen zusammen mit Eva-Marie und Jonas hier im Bundestag ordentlich Dampf machen. Schon zum dritten. Ja, eine neoliberale Lobbygruppe. Wir haben uns tatsächlich nach unserer ersten Einladung sehr fordernd aufgestellt und haben gesagt, wir möchten nicht nur über Jugendpartizipation reden, sondern wir wollen auch inhaltlich über Rente reden. Ladet uns bitte in den Ausschuss für Arbeit und Soziales ein. Und jetzt sind wir im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Also es ist jetzt kein Spaßbesuch für euch hier. Ja, wir fordern hier wirklich was. Wir wollen ja was reformieren in der Rentenpolitik. Wie fett das Problem? Was wollt ihr reformieren? Ich will einen konkreten Vorschlag. Was ich vorhin gehört habe, klang Rentenkürzungen. Problem ist, zeigt eine Zahl. Der größte Posten im Bundeshaushalt ist nicht Klimaschutz, nicht Bildung, sondern der Zuschuss in die Rentenkasse. Ja, und die Rentner zahlen wesentlich mehr Steuern, als der Zuschuss ist. Also wenn man die Steuern auf die Rente abschaffen würde, dann wäre auch der Zuschuss verschwunden. Mehr als 100 Milliarden Euro an Steuergeldern pro Jahr, weil unsere Rentenbeiträge alleine längst nicht mehr ausreichen. In Zukunft wird es noch teurer, fürchtet Paul. So auf der Frustskala. Was überhaupt kein Problem ist. Deutschland macht jedes Jahr Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von 6-8% des Bruttoinlandsproduktes. Wir leben weit unter unseren Verhältnissen. Unternehmen und Privathaushalte sind Nettosparer. Der Staat kann sich also erschulden im Wert von, sagen wir, 200 Milliarden Euro pro Jahr problemlos leisten. Also alles, also das ist jetzt keine Summe, die ich mir aus der Luft greife. Das ist aktuell das, was Deutschland an Leistungsbilanzüberschüssen macht und was man bei einer vernünftigen Wirtschaftspolitik dann irgendwer anders ausfüllen müsste. Und wenn das Unternehmen und Privathaushalte nicht machen, dann muss das der Staat machen und da könnte man davon beispielsweise die Rentenbeiträge stabilisieren oder Rentenniveau. Skala von 1 bis 10, wie hoch ist das Frustlevel bei euch? 7. Was wären jetzt so die Punkte, wo ihr ran wollt nochmal am liebsten? Wir wollen nicht zu viel Beiträge zahlen, das ist, glaube ich, was Kurzfristiges. Und langfristig wollen wir aber auch visionärer und größer denken. Beamte, aber eben auch Abgeordnete, also die, die jetzt mit uns reden und die über die Rentenpolitik entscheiden, dass die eben auch einzahlen. Das ist ein sinnvoller Vorschlag, da bin ich dabei. Damit man alle Menschen drin hat und eine Entscheidung. Das ist dann aber keine Generationenfrage, das ist eine Frage der Gleichstellung von Beschäftigten und Beamten. Beziehungsweise Selbstständige können ja auch noch einzahlen. Also das sind ja dann, das ist ja eine andere Frage. Das ist ja dann keine Generationenfrage. Entscheidung der Rentenpolitik dann auch gleich immer alle betrifft. Das wäre, glaube ich, gerechter. Das muss Paul jetzt nur noch den Abgeordneten erklären. Zum Beispiel dem Ausschussvorsitzenden Bernd Rützel von der SPD. Die sind vollzeitig, genau. Wir können es auch schon selbst. Ihr hattet doch in der letzten Folge die alte Rentnerin, die eine viel zu niedrige Rente hatte. Frag doch mal diesen SPDler hier, ob er dazu was sagen kann. Seine Partei war es, die damals das Rentenniveau drastisch abgesenkt hat. Das war Gerhard Schröder. Das war die Regierung, rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder. Fragt doch den SPDler mal. Der kann euch bestimmt was dazu sagen. So. Würdet ihr machen, wenn ihr Journalisten wärt und keine Journalistendarsteller, die nichts anderes als Regierungspropaganda uns hier zu bieten haben, aber ist das doch mal. Ja, vielen Dank. Im Ausschuss für Arbeit und Soziales beraten und streiten die Bundestagsparteien über die Rente und aktuell über die Gesetze. Heute sind Expertinnen und Experten von SPD, Grünen, FDP und der Linken dabei. Herzlich willkommen wieder einmal im Deutschen Bundestag. Sie waren ja in großer Stärke da gewesen und haben sich mit ganz vielen aus dem ganzen Deutschen Bundestag getroffen. Altersarmut, Frauen, die weniger Rente kriegen als Männer und natürlich die junge Generation. Das ist der Fokus heute. Wieso kriegen Frauen weniger Rente als Männer? Weil die Männer meistens arbeiten. Logisch.
Rentenpolitik ist für uns nicht nur eine Frage von Finanzen und Zahlen, sondern es geht auch um Gerechtigkeit, es geht um Sicherheit, es geht um Würde im Alter. Nehmen Sie unser aktuelles System als gerecht wahr, als nachhaltig wahr? Was würden Sie... Was heißt denn unser aktuelles System? Welcher Teil im System stört dich denn? Ich hasse diese allgemeinen Plattitüden. Also das Problem ist ja dann offensichtlich Riester. Das Problem sind die privaten Verträge, die nichts gegen Altersarmut tun, sondern ganz im Gegenteil nur der Versicherungsindustrie die Taschen voll machen, während dafür das gesetzliche Rentenniveau abgesenkt wurde. Das Problem ist ja dann nicht die gesetzliche Rente. Das Problem ist eine zu geringe Grundsicherung im Alter. Das sind ja Dinge, also was sind die Dinge, die dich dann offensichtlich stören? Uns jungen Menschen raten, wie können wir uns auf eine auskömmliche Rente verlassen? Und deswegen bin ich sehr gespannt auf unseren Austausch jetzt. Den wir leider nicht filmen dürfen, aber zuhören darf ich. Am Ende viel Lob und ein Foto mit den Abgeordneten. Die meiste Zeit haben die ehrlich gesagt selbst geredet. Auch deshalb haken die vier nochmal nach bei Bernd Rützel von der SPD. Reicht die Rente aus? Können wir uns auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen, ohne parallel noch privat vorzusorgen? Es ist nie ein Fehler, privat vorzusorgen. Aber man muss doch einfach deutlich sagen, dass viele das gar nicht können. Die haben doch am Monatsende nicht Geld übrig. Und denen zu sagen, ah, leg ich mal was zur Seite, das... Alter, jetzt darf sich die Partei, die unser gesetzliches Rentensystem zerschlagen, also nicht zerschlagen, aber zumindest drastisch zusammengeschrumpft hat, jetzt darf die sich hier noch inszenieren als eine Partei, die sich für die armen Leute einsetzt. Aber gar nicht, es ist so erbärmliche Propaganda. Es ist unfassbar. Also, wenn das BSW irgendwo... in Bremen. Ist das hier von Radio Bremen, das Y-Kollektiv? Oder auf jeden Fall ist es ja von der ARD. Also, wie es irgendwo in verantwortungsvolle Positionen kommt, muss es sich zuerst dafür einsetzen, dass dem Y-Kollektiv die Gelder gestrichen werden. Das ist ja unfassbar. Das ist ja ein Hammer. Das ist ja unfair. Also, von daher muss man sich schon auf die gesetzliche Rentenversicherung aus Umlageprinzip verlassen können. Das kommt aber an seine Grenzen. Deshalb will die SPD, genauso wie die Jugend-Enquete-Kommission, dass mehr Menschen ins System einzahlen, auch Selbstständige, damit die Rentenkasse... Diese tolle SPD, die setzt sich für eine sichere Rente. Ich könnte, also ehrlich, das passiert mit euren Gebührengeldern. Es wird straight up Regierungspropaganda verbreitet. ...voller wird. Beamte reinzuholen, das ist umstritten, auch weil unklar ist, ob es was bringt. Eins ist für Bernd Rützel... Nein, das ist nicht unklar. Also wollen die uns hier alle für dumm verkaufen? Wenn du Leute mit einem Pensionsniveau über 70% und Leute mit einem Rentenniveau von 48% zusammentust, dann wird das Niveau irgendwo in der Mitte landen am Ende. Also wahrscheinlich näher am Rentenniveau, dann wird das so etwas über 50% betragen, das Niveau für alle. Also es, dafür muss man doch jetzt nicht Einstein sein, um das zu verstehen. Aber klar, das Renteneintrittsalter also, will er nicht weiter anheben. Aber warum nicht dann der Vorschlag, dass man dann eben sagt... Ja, nachdem die SPD schon eine Anhebung auf 67 Jahre beschlossen hat, will er es nicht weiter anheben. Das ist ja freundlich von der SPD. Ich bin mal gespannt, was er in 10 Jahren sagt, wenn die Arbeitgeber noch ein bisschen Druck machen und die Medien die Bevölkerung durch solche Beiträge hier noch weiter weichgekocht haben. Je nach Lebenserwartung muss man länger arbeiten, weil ja auch die reicheren Menschen eine höhere Lebenserwartung haben, als die, die hart arbeiten und vielleicht auch körperlich hart gearbeitet haben. Grundsätzlich alle Berufe zu differenzieren, wer wie belastet ist oder wer wie hart arbeitet und der kann dann mit 60 in Rente gehen, sie ist im Büro mit 65 und sie ist Professorin an der Hochschule so und so, die geht mit 70 in die Rente, das ist schwierig und ich glaube, das wäre auch nicht verfassungskonform, aber da bin ich nicht der Experte. Von den Wirtschaftsweisen unter anderem. Ja, da kommen immer viele Vorschläge von den Wirtschaftsweisen. Ja, und auch viel Kritik. Denn dass die Babyboomer irgendwann in Rente gehen und dann eine Finanzierungslücke entsteht, das war ja absehbar. Und jetzt sollen es aber die Jüngeren sein, die das durch höhere Rentenbeiträge stemmen sollen. Und das wird jetzt der jüngeren Generation einseitig überlassen. Und das ist ungerecht. Ja, also wie gesagt, ihr hattet jetzt den einen Vorschlag mit den Beamten, da kann man nicht Kapitalerträge für die Rentenversicherung heranziehen. Kann man nicht die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen? Das sind doch Dinge, über die man mal reden könnte. Den Bundeszuschuss habt ihr ja auch kritisiert. Also der Bundeszuschuss ist doch gerade ein Instrument, was niemanden mehr belastet.
sondern wo der Staat dann sagt, okay, ich gebe da mehr dazu und das refinanziere ich über Steuersystem oder über zusätzliche Staatsverschuldung. Das ist eine politische Frage. Warum macht, also, das habt ihr aber vorhin auch kritisiert. So, was ist jetzt euer Problem? Das ist in allen öffentlichen rechtlichen Sendungen, die ich dazu gesehen habe, so, einerseits wird der eigene Rentenbeitrag für die Jungen kritisiert, andererseits aber auch der steigende Bundeszuschuss und dann kommt noch die steigende Altersarmut. Also entscheidet euch. Also eine von diesen drei Sachen müsst ihr ja offensichtlich wollen. Ihr könnt nicht alle drei Sachen kritisieren. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Man kann nur verteilen, was erwirtschaftet wird. Es ist überhaupt nicht ungerecht, was die Wirtschaftsweisen da beschreiben. Die, die jetzt in Rente gehen, diese Menschen haben länger gearbeitet wie manche Wirtschaftsweise, der nun klug oder die nun klug daher spricht und irgendwelche. Alter, ihr setzt doch die neoliberalen Unsinnsredner da in diese Position. Also, ehrlich, ich will das nicht mehr. Geschichten erzählt, denn die waren nie auf dem Bau, die waren nie im Schichtdienst und die waren nie für ganz wenig Geld unterwegs. Wir wollen hier auch niemandem die Rente ab. Also der kann sich jetzt als Kämpfer für Soziales inszenieren. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Sprechen, also das haben sich auf jeden Fall die Menschen verdient. Das ist uns auch ganz wichtig zu betonen. Aber also wir haben es ja vorhin gesehen, wie viel müssen die Beiträge steigen, fragt Herr Wallandil gerade nochmal. Bis 2080 müssten die Beiträge auf 26% steigen. Bis 2080. Um ein Rentenniveau von 48% zu gewährleisten. Also das wäre sowas von kein Problem. Und die bauen auf diesen Zahlen, die sie uns vorhin selbst gezeigt haben, dieses absurde Framing hier auf. Dass uns sozusagen genauso die Möglichkeit gegeben wird, uns das auch selber zu verdienen. Der SPD-Politiker sagt, wegen der Babyboomer werden es 20 harte Jahre fürs Rentensystem. Ist aber zu schaffen, wenn wir fleißig arbeiten und einzahlen. Alles Gute, erst mal morgen. Ein wichtiger Dialog, aber ein klarer Plan, wie auch Ihre Rente sicher sein soll, der fehlt Paul auch nach dem Treffen im Bundestag. Die Rente ist sicher. Wenn kein Politiker, der die Axt dran legt und da meint, irgendein Geld mit irgendwelchen Aktien verzocken zu müssen oder ähnliche Unsinnsideen. Also habt ihr das Gefühl, ihr seid richtig gehört worden? Ich würde sagen, in Teilen haben sie uns zugehört, in Teilen haben wir gesehen, dass es Gemeinsamkeiten gibt, aber eben auch einige Unterschiede in der Meinung. Paul ist bei den Grünen, Elisa bei der SPD Mitglied. Wobei es bei der Rente mehr um Generationen als. Jetzt sagen sie es uns sogar, das wollte ich ja noch recherchieren. Gott. Warum sagen sie uns das erst am Ende der Reportage? Also der erste Teil der Reportage, den die meisten Leute sehen, den zweiten Teil sehen die meisten ja gar nicht. Der erste Teil ist ja auf YouTube. Das ist ja krass. Also ein Grüner und eine SPDlerin stehen da, befragen ihren Parteioberen und der darf fleißig Parteipropaganda machen. Das ist ja unglaublich. Zum Parteigrenzen geht. Die Frage nach einer klaren Finanzierung, nach einem klaren Versprechen, worauf man sich verlassen kann. Also diese Absicherung fehlt. Eigentlich will man sich ja darauf verlassen, dass Jung und Alt bei der Rente im selben Boot sitzen. Es gibt auch Rentner, denen es finanziell gut geht. Denn wer gut verdient und viel einbezahlt hat, kriegt auch mehr raus. Dieses Äquivalenzprinzip ist aber knallhart. Denn wer wenig verdient, kriegt später wenig Rente. Hier umzuschichten von reicheren zu ärmeren Rentnern, das sollte kein Tabu mehr sein, meint der Wirtschaftsweise Martin Werding. Woran scheitert? Okay, da hat er recht. Dann können wir auch die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Fangen wir doch mal an. Und beziehen wir Kapitalerträge mit in die Rentenversicherung ein. Warum nicht? Warum nicht? Und lassen wir Beamte und Selbstständige einzahlen. Also das würde übrigens dann auch diesen Aktienanleger da betreffen. Der müsste dann auf seine Gewinne, die er mit Aktien macht, auch Rentenbeiträge zahlen. Und auf das, was er als Selbstständiger verdient. Warum nicht? Da hätte ich absolut nichts gegen. Warum kann man diese Umverteilung nicht schaffen? Also es verstößt gegen ein langjähriges Prinzip der gesetzlichen Rentenversicherung. Entsprechend groß war auch gerade bei diesem Punkt der Aufschrei, zumindest von Teilen der Presse, der Öffentlichkeit. Also das ist sehr umstritten, haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Nur die Zeiten werden jetzt auch so schwierig für die Rentenfinanzen, dass ich denke, wir müssen auch über solche unpopulären Ideen nachdenken. Leistung lohnt sich. Die Idee ist nicht unpopulär. Die Idee, also würde ich jetzt mal behaupten, die Idee, dass Reiche Schultern einen größeren Anteil tragen müssen,
Das ist die Grundidee unseres Sozialstaates, den auch in der Rentenversicherung mal zu verankern. Also die Idee, die in den letzten 40 Jahren zwar mit Füßen getreten wurde, aber das jetzt mal in der Rentenversicherung zu verankern, wäre doch mal eine gute Idee. Ich glaube, das hätte in der Bevölkerung großen Rückhalt. So ist unser Rentensystem auch. Das ist unter Politikern unpopulär. Aufgebaut. Aber genau dieses System lässt auch immer mehr Menschen in Altersarmut rutschen. Und ist es dann nicht auch eine Frage jetzt, wenn man sieht, die Demografie hat sich so drastisch verändert, da muss man das System eben anpassen und nicht die Menschen? Ja, also eben. Und was für mich auch immer wichtig ist, ist so der internationale Vergleich. Ja, wenn man unser Rentensystem von innen kennt, denkt man, viele Dinge gehen nicht, weil man sie noch nie gemacht hat. International sind ja so Umschichtungen zwischen höheren Einkommen und niedrigen Einkommen bei der Bemessung von gesetzlichen Renten, von staatlichen Renten, eigentlich eher der Standard. Halten wir fest, die staatliche Rente muss gerechter werden, gegenüber Ärmeren und Jüngeren. Denn sonst geht das Vertrauen endgültig den Bach runter. Alter, der muss einzahlen. Den kann man dazu zwingen, einzuzahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Also, sie muss gerechter werden, ja, gegenüber solchen Leuten, die sich, indem sie von Kapitalerträgen leben, indem sie gegenüber Rentiers, auch verlangt, dass die einzahlen. Die Frugalisten Manuel und Nicole aus Straubing sind raus aus dem System. Frugalist heißt Rentier übrigens. Manuel lebt von seinen Kapitalerträgen, Nicole ist selbstständig. Aber dann zahlt ihr jetzt ja auch nicht mehr ein, oder? Bis vor kurzem tatsächlich schon noch. Mindestbetrag. Kann man so als Selbstständiger kann man ja freiwillig einzahlen. Diesen Mindestbetrag, aktuell glaube 100 Euro ungefähr sind es, die haben wir bis vor kurzem noch eingezahlt. Aber da bekommt man dann auch nicht die Welt raus, das lohnt einfach nicht. Da sammelt man kaum Rentenpunkte und das bringt es dann nicht. Und da haben wir dann gesagt, okay, wenn wir die 100 Euro wieder selber investieren, dann ist das eigentlich sinnvoller. Kommt vermutlich in den nächsten 30, 40 Jahren einiges mehr. Ja, und da muss man die Einzahlung verpflichtend machen, ganz einfach. Genau. Und so dieser Gedanke, dass das Rentensystem ja eigentlich ein solidarisches sein soll, beschäftigt euch das auch? Alter, jetzt individualisiert doch nicht so eine politische Frage. Wir sollten doch nicht solche Leute fragen, hey, wollt ihr nicht bitte auch Rentenbeiträge zahlen? Nein, muss man sagen. Also das muss ja jeder normale Beschäftigte auch. So, ihr zahlt jetzt so und so viel Prozent eures Einkommens Rentenbeiträge. Punkt. So funktioniert Politik. Puh, das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich beschäftigt es mich nicht ganz so, weil ja, es ist ein solidarisches System, aber ich will ja auch nichts mehr von dem System. Also ich brauche ja nicht unbedingt die Rente. Ich sorge ja selber für mich vor und ich liege auf keinem System damit mehr auf der Tasche. Wenn jetzt ich da viel Geld reinstecke. Das ist doch keine individuelle moralische Frage, das regt mich so auf. Bietet bisher aber auch kein Angebot. Was hält denn eigentlich Manuel von einem Staatsfonds für alle? Mit so einer Aktienrente, das ist ja eigentlich das, was ich mache. Wenn das dabei wäre in der Rente. Ja, du möchtest gerne auch noch mit dem Geld, also dass der Staat mit dem Geld anderer Leute zockt. Total solidarisch. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust mehr drauf. Also das. Jetzt dürfen die noch was erzählen. Das können wir uns ja noch mal kurz ansehen. Ob damit gute Renditen möglich sind, das müssen andere beurteilen. Elisa wünscht sich investieren mit Verantwortung. Ich glaube, da. Ist sie nicht bei den Grünen? Ja, hier sieht man wieder, wie neoliberal die Grünen sind. Das ist ja toll. Da hat man dann eben doch nicht so das Gefühl, es ist Zockerei. Natürlich werden die Renditen dann dadurch weniger, aber es wird ja schon darauf geachtet, dass es Krisen so gut wie möglich krisenresilient angelegt wird. Es gibt, also ja, dann kannst du es in Staatsanleihen an. Also wenn du es in Aktien anlegst, ist das nicht krisenresilient. Das ist klar. Also ich habe jetzt nicht viel davon gehört, aber kann es sein, dass sie davon wirklich gar keinen Plan hat und einfach irgendwas erzählt hat? Auch die Rente war noch nie zu 100% sicher. Aber für uns Jüngere braucht es neue Lösungen. Das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anpassen, Umschichten von reicheren. Oh Gott, nein, nicht Renteneintrittsalter. Das sind de facto Rentenkürzungen. Ihr habt doch die niedrigen Renten kritisiert. Damit hättet ihr noch mehr Armutsrenten. Also sie war, glaube ich, bei der SPD. Ich glaube, er war bei der SPD und nicht sie. Muss ich dann nochmal nachgucken. Und zu ärmeren Rentnern. Vielleicht auch eine Aktienrente für alle, wie in Schweden.
Ich probiere es jetzt mit einem ETF-Sparplan, der zumindest... Ja, lösch dich. Du hast doch schon in ETF investiert, hast du uns jetzt, oder du hast doch schon in Fonds investiert, hast du uns gesagt, der war nur im Minus. Also, probier's. Nicht mal, was diese Leute über sich selbst erzählen, macht irgendeinen Sinn. Also, es macht gar nichts Sinn an dieser Reportage. Es ist unfassbar. Fazit dieser Reportage, ich hatte es noch nicht gedisliked. Fazit dieser Reportagen. Das muss abgeschafft werden, das muss ersatzlos gestrichen werden. Weg damit. Also hier saßen 18 Leute daran, um so eine erbärmliche, inhaltlich wirklich auf grottigstem Niveau befindliche Propaganda zu machen, die nicht mal in sich irgendeinen Sinn ergibt. Das ist unfassbar. Guck mal, die meisten Leute fallen darauf rein. Also, wenn ich das so lese, wir mussten da auch durch, als Antwort auf es muss sich was ändern, ist, war und wird für immer mein Lieblingsspruch der älteren Generation sein. Ja, seht ihr, die Leute fallen auf diesen Bullshit rein. Okay, einer hat geschrieben, ernstes Thema mit viel unnötigem Scheiß. Ist jetzt immerhin keine inhaltliche Kritik, sondern nur so stilistische. Also, dass dieser Stil grottig war und sowas von unser Gebühren dann auch deswegen nicht finanziert werden sollte, hatte ich ja auch schon gesagt. Also, wird gesagt, dass er 80% seines Gehaltes gespart hat. Extremes Beispiel, das nur wenige so umsetzen können. Sag bloß. Also, wie gesagt, 70% der Bevölkerung haben eine sehr, sehr geringe Sparquote. Deutlich geringer als 10%, die du ungefähr bräuchtest, um wirklich, selbst wenn du dein ganzes Arbeitsleben lang sparst, dann halbwegs ein ernstzunehmendes Zubrot mit Aktien zu haben. Und wie gesagt, also... Die Ausgaben schwanken ja auch dein Leben, der Verdienst schwankt dein Leben über. Du kannst ja auch nicht immer 10% sparen. Also wenn man Kinder hat, dann hat man ja auch wesentlich höhere Ausgaben. Also so einfach funktioniert das auch nicht. Ja. So, aber wie gesagt, ich habe da kein Verständnis mehr für, sowas finanzieren zu müssen. Ehrlich. Y-Kollektiv, löscht euch. Ich hoffe, dass diese Sendung eingestellt wird. Das ist furchtbar. Also müsste man eigentlich Programmbeschwerden bei der ARD. Es geht übrigens, man kann Programmbeschwerden bei Öffentlich-Rechtlichen einreichen. Das Problem ist, dass das dann keine Konsequenzen hat und sowas einfach ignoriert wird. Also eigentlich müssten wir den ganzen Tag nichts anderes tun, als Programmbeschwerden einzureichen. Das, ja. Ja.